Und was natürlich Auer auszeichnet, ist dieser Einsatz, diese Leidenschaft, dieser Kampf. Und ich sag mal, welcher Verein, gerade auch die Vereine, die damals oben standen, Augsburg und so, der kommt jetzt schon gerne nach Aue. Und wenn es denn da auch noch wehtut, dann sagen sie, naja, wenn es hier heute nicht so läuft, dann holen wir uns die Punkte woanders. Und das war natürlich unser großer Faustpfand. Ja. In Aue wird das nie aufhören. Ich glaube, das wird für Aue immer wichtig sein, dass diese Grundtugenden stimmen, dass man diesen Ruf, den man sich über Jahre erarbeitet hat in Aue, ja, dass man eine unbequeme Mannschaft ist, ja, eine leidenschaftliche Mannschaft ist, dass im Prinzip da immer wieder Mannschaften dann dementsprechend auch vor diesen Tugenden Respekt haben. Das ist, glaube ich, wichtig, dass das in Aue auch immer bleibt. Darüber holt man letztendlich dann auch die Punkte. Ja. Dieses Begrenzte, also Aue ist ja eine kleine Stadt, dieses Konzentrierte, glaube ich, vielleicht einfach, wenn man in so einer großen Stadt, da geht dieser Ruf vielleicht schneller verloren. Ich weiß nicht, wenn ich auf Schalke gucke, das sind auch Arbeiter. Und wenn ich das jetzt so angucke, die letzten Jahre wollte man auch mehr Fußball spielen als arbeiten. Und dieser Ruf als einsatzstarke, kampfstarke Mannschaft, wie es mal die Eurofighter waren, das gibt es ja nicht mehr. So, und Aue hat das nach wie vor. Ja, also in jeder Außendarstellung, also in jeder Trainersitzung, wird der Trainer in der Gegnervorbereitung sagen, du, die Auer in erster Linie, Leidenschaft, Kampf, Einsatz. Sicherlich ist das Spielerische in den letzten Jahren hat sich auch entwickelt, ja, aber diese Grundtugenden sind geblieben. Das ist wichtig für einen Erfolg. Das wird dieses Jahr auch wieder ein ganz wichtiger Baustein sein. Ja, und da finde ich, da denke ich, da haben sie mit dem Marc da jetzt auch jemanden, der genau das auch verkörpert und das den Jungs auch, den Spielern auch sehr gut vermitteln kann, weil er selber jemand war, der immer alles reingetan hat, sicherlich fußballerisch auch nicht der Filigrane gewesen ist, aber der genau diese Tugenden in Aue verkörpert. Ich glaube, dass man da eine sehr gute Entscheidung getroffen hat. Ja. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, er ist ein intelligenter Mann auch, der sicherlich auch Fußball-Sachverstand hat. Aber diese Emotionen rüberbringen, wenn man das am Spielfeld dran sieht und so, was er da rüberbringt und so, das ist das, was Aue benötigt, ja, was Aue auszeichnet, was auch die Fans in schlechten Phasen vielleicht stimmungstechnisch nicht gleich umkippen lässt, weil die sehen, es wird gearbeitet. Ja, wenn man alles versucht, wenn ich alles versuche und es geht schief, dann ist es immer was anderes, als wenn ich eben mein Trikot spazieren trage und mich ergebe. Und das wird es bei Marc nicht geben. Ja, und ich hoffe, dass er das lange auf die Mannschaft auch übertragen kann, dass man eben mit diesen Tugenden erfolgreich sein wird. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt diese Tendenz sieht und das beibehalten kann, dann wird man auch dieses Jahr die Klasse halten. Mhm. Aue ist eine Stadt mit 16.000 Einwohnern, was dort jedes Jahr geschafft wird. Ja, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich, das alles gesund zu halten. Ja, so ein tolles Stadion dahin zu zaubern, sage ich jetzt mal, mit allem, was dazugehört, die VIP-Räume und alle. Es ist ja wirklich toll und da können sich viele andere Vereine ein Beispiel dran nehmen, was man mit kontinuierlicher Arbeit so erreichen kann. Ja. Und wenn man vor allen Dingen zusammenhält. Ich glaube, das ist das größte Faustpfand, was man im Erzgebirge hat. Für die Leute gibt es die Familie, die Arbeit und dann kommt der Verein, ja, definitiv, ja. Und das spürt man da unten auch. Das ist in schlechten Zeiten, kann das natürlich auch eine Last sein, ja, wenn man junger Spieler ist oder so, ja. Aber ich glaube, die Unterstützung ist immer ungebrochen und das Umfeld und die Zuschauer, die sorgen, glaube ich, auch immer für die restlichen Prozentpunkte, dass man die Klasse immer wieder hält, ja. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sieht, da wird über viele Jahre kontinuierlich gearbeitet. Und wenn man jetzt mal runterkommt, man sieht immer noch Gesichter, die schon vor 10 Jahren da waren, sage ich jetzt mal. Ja, da ist eine gewisse Kontinuität, nicht bei vielen großen Vereinen, wo dann mal der ist, dann versucht der sich mal. Und meistens alles auf dem Rücken der Vereine dann immer. Ja. Und das ist in Aue, glaube ich, ein großer Faustpfand, der dort ist, diese kontinuierliche Arbeit, sicherlich auch mit der Unterstützung der Leonards, die das neben ihrem beruflichen Engagement da den Verein auch ganz weit oder ganz tief im Herzen haben und da viele Sachen auch machen. Also das freut einen ganz einfach immer, wenn man das sieht, wie dort gearbeitet wird.